Hallo und hiermit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Monster AG. Die Schreckensinsel. Und so langsam nähert sich eigentlich hier. Ich mach grad mal ein bisschen lauter. Vielleicht war das doch nicht so eine tolle Idee. Naja. Scheiße, die Maus ist ja noch da. Habe ich gar nicht gemerkt gerade. Ich schwöre sogar auf Aldi und auf Murat sein BMW. Ihr könnt ja gerne mal schwör auf Murat sein BMW bei Facebook eingeben. Die Seite existiert nämlich wirklich. Naja, aber ist doch eigentlich auch egal. Solange man was zum Lachen hat, ist alles irgendwie was wert. Das Holz ist ja zum Glück hier schon aufgestapelt worden. Ja, ein Nervi ist da noch zu sehen auf jeden Fall. Scheiß Wecker. Wie kommt man denn überhaupt hier hoch? Ach, hier. Das ist aber umständlich. Kritik an den Entwicklern. Ja. Da war gerade ein bisschen die Grafik so verbuggt. So, noch einen erledigt. Der hat aber nicht viele Chancen gehabt, hier zu überleben. Wie in aller Welt war das denn nochmal hier, das Level zu meistern? Drei davon fehlen noch. Okay. Ich hatte eigentlich gedacht, hier was zu finden. Dieses Spiel zeigt mir hier gerade echt die kalte Schulter. Aber da ist ja anscheinend noch gerade was. Nein! Das machen wir mal nicht. Jetzt mal nicht schwul werden. Ich hab nichts gegen Schwule, also das sind eigentlich richtig korrekte Menschen. Ja, toll! Ja! Ja, freu dich, ich hab hier aber noch ein bisschen Arbeit. Nö. Ja, ich hab's gecheckt, ist ja gut. Vorteile darf man teilweise genießen. Wo ist der denn jetzt hin? Suizidgefährdeter Nervi. Ist auch klar. Aber sowas von. Wo ist denn das verdammte Mistvieh? Der muss doch hier irgendwo sein, ey. Verarschen kann ich mich auch alleine. Hier stimmt was nicht. Nee, stimmt doch was nicht. Und zwar, dass wir 49 Leben haben und wir kurz vor dem Schluss sind.
Die Viecher zu bekämpfen ist gar nicht mehr so leicht. Wo ist das kleine Mistvieh jetzt? Also manchmal frage ich mich jetzt echt, ob die mich hier für blöd verkaufen wollen. Okay, rüberspringen ist keine Alternative, die wir hier noch durchziehen können. Hier ist auch nichts. Kann doch wohl nicht wahr sein. Verarschen oder was, ey. Ist klar. Wie kommt der jetzt hier hin? Na warte, dafür wirst du aber schlimmste Schmerzen spüren. Kleiner Bastard, sich hier zu verstecken vor mir. Ja, toll! Ja! So. Ja, das ist doch schon ganz schön vorteilhaft, jetzt hier doch noch was geschafft zu haben. Auch wenn es so zum Verzweifeln ist irgendwie. Ja gut, der Skilift ist dann wohl der nächste, den wir machen müssen. Und dieses Level ist, was Silber und Gold angeht, genauso unangenehm. Jawohl. Also ich muss sagen, lange dauert das ja hier nicht, bis man den ersten Nerv jemals wieder gefunden hat. Der Sprung kann auch so gewagt sein, man schafft es hier trotzdem irgendwie nicht. Naja, kann man nichts machen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es nicht mehr lange dauert, bis es zu Ende ist, weil dann. Ja, dann haben wir einfach alles abgeschlossen, sozusagen. Und das ist dann einfach nur End-Titel. Müssen wir wohl auf die nächsten warten. Kamera, sei bitte mit mir. Aber Glück, ey. Glück hoch 3. Wow. Jo, das wäre erledigt. Ja. Jetzt würde ich sagen, auf zum Ende. So. So ging's zurück, genau.
Boah, blöde Viecher, ey. Ich nehme die auf den Sack gerade. Wie steht's denn damit? Zwei Stück fehlen noch. Okay. Und jetzt wird Ski gefahren und das wird richtig geil. Nee! Scheiße! Verdammt nochmal! Gut so! Also, ich hatte das besser in Erinnerung, aber naja. Gut so! Yo, noch ein Versuch. Da muss er gleich wieder für nachladen, das gibt's so nicht. Ein Glück, dass das hier ein Emulator ist und keine Playsee. Also es wird da dreimal so viel dauern. Ja. Nicht so schlimm wie bei der PSP, da habe ich nämlich 20 Versuche gebraucht, bis das geklappt hat. Aber ich denke, so ist es eigentlich ganz zufriedenstellend. Gut so. Ja. Erledigt. Ja, toll. Ja. Nope. Ja, jetzt wird's richtig interessant. Wie viele Nervis sind da noch zu machen? Nur noch dieser eine. Okay. Das war mir irgendwie gerade klar, dass das passieren würde. Aber jetzt wird hier gekämpft. So. Ja, yep, das wäre auch geschafft. Speichern kann man ja auch noch alle mal. Ja. Yep. Überschreiben. So, und damit sind wir jetzt dann auch wieder bei der Schreckensinsel und dann geht's jetzt in das vorletzte Level in der Eiswelt und somit auch das vorletzte Level gesamt. Den Eisberg nämlich. So. Gleich ein Fail am Anfang. Finde ich irgendwie nicht ganz fair. Naja, man kann hier nichts machen. Sei's drum. So, und hier ein bisschen rumzurollen, das ist schon ganz schön amüsant. Es dauert nur eben seine Zeit. Die Zeit, die rennt hier ganz schön gegen uns, muss ich mal sagen. Ja. Und zur Rutsche geht's dann jetzt gleich im nächsten Part.